Diese Goldene Palme steht in diesen Tagen in Cannes symbolisch für das Aufblühen des Kinos und der Filmfestivals nach der Pandemie. Denn Cannes an der Côte d'Azur lädt jedes Jahr die Welt zum Träumen ein. Egal ob Blockbuster oder Arthouse, wer hier seinen Film präsentieren darf, hat es geschafft. Und der heutige Sieger der Goldenen Palme hat die Ehrung bereits zum zweiten Mal erhalten. Der schwedische Regisseur Ruben Östlund, dieses Mal für seinen Film Triangle of Sadness. In etwa Dreieck der Traurigkeit. Mit Stars wie Woody Harrelson und Iris Berben. Friederike Hofmann. Das hat es in Cannes noch nicht gegeben. Können Sie alle meiner Mutter Hallo sagen? Der spontane Fototermin bei der Verleihung der Palme für das beste Drehbuch an den Filmemacher Tariq Saleh sorgt im Saal für Verwunderung. Weniger verwunderlich: den Hauptpreis, die Goldene Palme, bekam der Film, über den in Cannes wohl am meisten gesprochen wurde. Die ganze Jury war geschockt von diesem Film. Die Goldene Palme geht an Ruben Östlund mit seinem Film Triangle of Sadness. Es ist die zweite Palme des Schweden Ruben Östlunds. Der Film, eine Karikatur der Welt der Influencer und Superreichen auf einer Luxusjacht. Mit der Schweizerin Suni Melles in einer Nebenrolle und Woody Harrelson als konstant betrunkenen marxistischen Kapitän. Triangle of Sadness, ein Film über Macht und soziale Ungleichheit mit einer sehr überraschenden Wendung. Can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here. Okay. Als wir den Film angefangen haben, wollten wir etwas schaffen, was für das Publikum interessant ist und zum Nachdenken bringt. Der größte Gänsehautmoment. Der Preis für die beste Schauspielerin an die Iranerin Zar Amir Ibrahimi, die im Exil in Frankreich lebt. Das Kino hat quasi mein Leben gerettet. Und ich weiß, dass es weitere Leben retten wird. Im Iran, in Afghanistan. In Mali, in den Vororten von Paris. Cannes 2022. Nach zwei Corona-Jahren sind die großen Emotionen zum 75. Jubiläum an die Croisette zurückgekehrt.